Die Welt bangt um die 5 Menschen an Bord der Titan, zusammengepfercht auf engstem Raum. Als Passagiere ein britisch-pakistanischer Unternehmensberater, sein 19-jähriger Sohn und ein britischer Milliardär. Außerdem der Chef des Veranstalters Oceangate und als Kommandeur Paul-Henri Najolet, Ex-Marinetaucher. Von Najolet hängt jetzt viel ab, sagen Experten. Er muss als Kapitän dafür sorgen, dass bei niemandem Panik ausbricht und möglichst viel Sauerstoff eingespart wird. Die Zeit wird knapp, um das Tauchboot mit den 5 Insassen an Bord doch noch zu finden. Es ist ein Einsatz unter schwersten Bedingungen. Wir hatten einen der schlimmsten Frühlinge seit Beginn der Aufzeichnungen, den schlimmsten Frühling seit 1943, was natürlich schon schlimm genug ist, wenn man an Land ist. Es ist aber absolut schrecklich, wenn man 600 Kilometer von unseren Küsten entfernt ist. Wir sprechen hier von fast 4 Meter hohen Wellen und dichtem Nebel. Das sind extreme Such- und Rettungsbedingungen. Hier im amerikanischen Boston laufen die Fäden zusammen. Seit Dienstag wird der Einsatz von hier aus koordiniert. Ein Hoffnungsschimmer. Einsatzkräfte hatten am Dienstag alle halbe Stunde eine Art Klopfgeräusch gehört. Möglicherweise ein Lebenszeichen der Besatzung und ein Hinweis, wo sich das Tauchboot befinden könnte. Die Befürchtung bleibt, dass die Titan am Meeresgrund liegt. Denn rund um das Wrack der Titanic in gut 3800 Metern Tiefe herrscht absolute Dunkelheit und extrem hoher Wasserdruck. Die Suche so tief unter dem Meeresspiegel ähnelt eher der Suche einer Nadel im Heuhaufen. Die Chancen, sie bis Donnerstag in einem havarierten Tauchboot zu finden, halte ich für praktisch unmöglich. Noch ist nicht klar, was genau passiert ist, wie es zu diesem Unfall kommen konnte. Der Ozeanograf Jules Jeffy hält aber 2 Gründe für plausibel. Es ist entweder ein mechanisches oder ein elektrisches Problem. Ich hoffe, dass es ein elektrisches Versagen ist, denn sie haben Gewichte an Bord, eine der Sicherheitsvorkehrungen, um sich im Notfall leichter zu machen. Wenn sie schwerer sind als das Wasser, sinken sie. Wenn sie leichter sind, steigen sie auf. Immer mehr im Fokus der Kritik die Firma Oceangate selbst, die diese Expedition anbietet. Schon vor 5 Jahren, also lange vor dem aktuellen Verschwinden der Titan, äußerten Fachleute Bedenken. Wir wussten, dass das irgendwann passieren würde. Und wir wussten um die Schwierigkeiten. Was würde man beispielsweise machen, wenn das Tauchboot auf einem Schiffswrack festklemmt oder wenn es die Batterien verliert? Es waren keinerlei Sicherheitsmaßnahmen vorgesehen, etwa für den Fall, dass das Boot am Meeresboden festsitzt. Noch ist die Hoffnung da, das Ganze zu einem guten Ende zu führen. Aber unabhängig vom Ausgang zeichnet sich schon jetzt ab, eine Such- und Rettungsmission in dieser Meerestiefe hat es wohl noch nie gegeben. Arthur Leubel aus Straubing bei München war vor 2 Jahren in genau diesem vermissten Tauchboot und hat damit die Titanic in 3800 Metern Tiefe erkundet. Herr Leubel, was geht Ihnen angesichts der knapper werdenden Zeit jetzt durch den Kopf? Guten Abend. Ja, es ist entsetzlich. Ich kenne ja 2 Leute persönlich, die an Bord waren. Oder an Bord sind, die waren seinerzeit auch bei mir an Bord. Das Gefühl zu beschreiben ist sehr schwer. Es ist Trauer, es ist Entsetzen, es ist Wut, es kommt alles zusammen. Mhm. Wer waren die beiden, mit denen Sie unterwegs waren? Ja, der CEO von Oceangate, der Stockton Rush und der PH, der französische Forscher. Mhm. Was ging Ihnen persönlich damals, 2021, eigentlich durch den Kopf, als Sie in die schwarze Tiefe sanken? Im Nachhinein betrachtet ein bisschen blauäugig. Wir haben gehofft, hoffentlich funktioniert das Batteriesystem, damit wir unten ankommen. Weil mit der Versorgung, Batterieversorgung hat es dauernd Probleme gegeben. Auch unser Tauchgang hat sich um Stunden verspätet, weil die Batterien nicht geladen werden konnten. Und das war eigentlich das Hauptthema, halten die Batterien durch, kommen wir runter, weil einige Tauchgänge zuvor haben die bei 1600 Meter umdrehen müssen wegen den Batterien und sind wieder aufgetaucht. Aber wenn Sie das damals schon hatten, warum sind Sie dann trotzdem runtergegangen? Ich meine, das waren ja diverse Warnzeichen da dann. Tja, weil man blauäugig ist, weil man verrückt ist, da kommt alles zusammen. Im Nachhinein betrachtet war es ein Himmelfahrtskommando. Ich kann von Glück reden, ich bin wieder heil zurückgekommen. Ich habe noch dazu die Titanic gesehen, wie sie wenige Menschen auf der Welt gesehen haben. Aber nochmal das Glück so herausfordern werde ich sicherlich nicht. Wie muss man sich das Innere des Bootes genau vorstellen?
Es ist also wie eine Röhre, wie ein Rohr. Hinterm vorn ist ein Deckel drauf. Eine Seite kann geöffnet werden. Da sitzen fünf Leute am Boden. Es gibt ja keinen Stuhl da drin. Es gibt keine Sesseln. Es gibt nichts Bequemes. Du sitzt da die ganze Zeit am Boden, sehr beengt. Du darfst keine Berührungsängste haben, weil man berührt sich, die Füße sind übereinander. Du kannst nicht knien, du kannst nicht stehen. Oberhalb des Wassers, wir hatten 50 Grad. Wir sind oben ohne drin gesessen und unten hast du noch plus 4 Grad. Jetzt waren wir aber nur einige Stunden da unten, da hältst du die 4 Grad aus. Aber die Besatzung, die Leute, die jetzt unten sind, die sind schon 70 Stunden oder mehr bei diesen Temperaturen da unten. Das muss grausam sein. Das heißt, es könnte sogar sein, dass neben der Luft auch die Temperatur ein Risiko oder ein Problem sein könnte? Könnte mir gut vorstellen, Unterkühlung und so weiter. Mhm. Halten Sie die beiden Profis, sage ich mal, die an Bord sind, den CEO von OceanGate und auch den Kommandanten, diesen Ex-Marine-Taucher Najolet, für Fachleute? Wissen Sie, was Sie da tun? Also PH ist der absolute Fachmann, was die Titanic anbelangt, weltweit. Er war damals mit uns unten, er war vor uns schon 30 Mal unten. Stockton Rush ist der CEO, der auch der Entwickler vom Boot. Also der, glaube ich, ist ein bisschen abenteuerlich, wenn man das alles so ein bisschen im Nachhinein betrachtet. Ich danke Ihnen, Arthur Leubel, für die Einschätzung und Erinnerung. Gerne. Dankeschön. Wiederhören.